Ich habe schon die Fans bedanken. Wollte vielleicht, ich glaube, jedes Spiel. Und von 3 Wochen, wo ich mit Michel Sorg diese Gespräche schon definitiv gesagt, was mit meiner Zukunft. Frage, was die erste Sache, was ich gemacht. Ich war im Stadion mit Michel Sorg. Ungefähr war 3 Uhr nachmittags, hat er die Tor aufgemacht und ich habe da reingelaufen. Ich war in der Kabine, dann war ich im Platz. Ich habe zu die 4 Ecken geguckt, mich bedankt, weil keine Leute im Stadion. Ich bin sehr religiös und die Stadion von Borussia für mich war wie eine Kolisee. So. Ich habe so viel Kraft da drin gebraucht, immer wenn ich rein da mit Schmerzen. Ich habe mir so viel, die Leute mir so viel geholfen da drin. Das war meine erste Reaktion. Ich war im Stadion und habe die ganzen Leute bedankt. Habe ich keine gesehen, war leer, aber ich habe ein Gefühl, war alle da. Und das war meine erste Bedankung. Und was die Leute für mich hier in Deutschland gemacht. Ich werde das nicht vergessen. Dass die Fans von Borussia Dortmund immer in meinem Herz bleiben. Diese Trikot war meine zweite Haut. Habe ich das auch gezeigt, jedes Spiel. Nicht immer gut gespielt. Viele Leute, die Spieler, die Fans in Straße, egal wo ich gehe, die Leute sagen, du bist. Du gehörst schon, du bist von unserer Institution eine Legende, ein Vorbild mit deinen Spielern, mit deinem Verein umgehen, in alle Situationen. Außenminister, das ist so viele Worte. Fußballgott, das bin ich jedenfalls nicht, das bin ich nicht in diesem Niveau, aber ich kann einfach sagen, so. Ich war immer ein Soldat, so. In aller Zeit von Borussia im Platz zu Kampf. Das war jedenfalls so. Oder gute Zeit oder schlechte Zeit. Ich war immer schwarz und gelb und ich habe immer bewiesen im Platz. Ich bedanke euch von meinem ganzen Herz. Oh, heute Blut, aber werde jedenfalls wieder lachen. Von so war mein Leben. Und ich bitte euch auch, jetzt in diesem Moment von euch noch weiterhelfen, unserer Mannschaft. Bei jedem Spiel, wie wir schon das machen, von wir diese Chance wieder zu deutscher Meister zu werden, zu schaffen. Mein Thema jetzt, ich bedanke euch jetzt und mein Thema ein bisschen in die Seite packen und ich mit euch zusammen die Mannschaft noch weiterhelfen. Ihr seid tolle Jungs. Und wir jedenfalls diese Saison, wenn alles genau wie laufen, deutsche Meister, und Ende können wir vielleicht wieder zusammen lachen und jedenfalls auch weinen zusammen. Ich bedanke euch von meinem ganzen Herzen und ja, das ist, was ich sagen wollte. So.